Hallöchen. Ich habe hier, wenn die Kamera scharf bleiben würde, etwas in der Pinzette. Jetzt wisst ihr noch gar nicht, was das ist, ne? Das ist wirklich winzig klein. Ich habe hier mal ein 2-Cent-Stück. Da, so klein im Verhältnis zum 2-Cent-Stück. In einer Tüte. Da sind jetzt noch 4 Stück drinne. Draufstehen tut das. Wisst ihr immer noch nicht, was das ist? Das ist die BPW34 Fotodiode. Und ich habe da mal was vorbereitet. So, ich habe da mal was zusammengelötet. Ein Stück Platine mit zwei so Stiften dran, ein Widerstand, ein 10 Kilo-Ohm. Und da ist eine von diesen Dioden drauf. So, das habe ich da einfach so 1 zu 1 durch. Der Widerstand liegt parallel zu der Diode. Was war das für eine Bewandtnis? Ja, das geht um das eine Video, wo ich das mit dem Flimmern hatte. Und den Kopfschmerzen. Ich habe da nämlich schon gerade mal ein bisschen was ausprobiert. Mal kurz gucken, ob ich das Oszilloskop hier so hinkriege. Ich habe ja auch schon gesagt, ich hatte schon was ausprobiert. Das musste ich ja dann jetzt noch mal ein bisschen besser machen. Das funktioniert jetzt wunderbar. So, mal gucken, ob ich das alles hier so hinkriege, dass das auch gerade im Bild ist. So, es sollte jetzt so funktionieren. Ich habe jetzt den Tastkopf kurz geschlossen. Ich nehme einen von meinen Tastköpfen, nicht von den neuen. Jetzt kommt da erstmal irgendwas Schönes. Guck mal hier. So. Das passt immer noch nicht. Das sind 50 Hertz. So. Steht da was mit 100 Hertz? Ich mache nämlich mal eine Lampe aus. Und ich mache die andere Lampe aus. Ich mach mal den Monitor aus. Die Lampe, die jetzt hier noch Umgebungslicht bringt, ist die mit den 100 Hertz. Ich muss jetzt mal hier mit der Zeit. Ah, doch nochmal AC. Irgendwas haut hier mit AC nicht hin. So, das wäre die Lampe, die das hier so mit Umgebungslicht macht. Jetzt ist der Trigger natürlich wieder woanders, wo er nicht hingehört. So, sollte man jetzt sehen können, die Lampe hier macht 100 Hertz. Wenn ich sie ausmache, kommt da gar nichts. Jetzt mache ich die andere Lampe an, die ich hier habe. Irgendwie ist dieses Oszilloskop nicht sehr stabil. Muss ich doch noch mal irgendwie anschrauben oder was? So, das wäre jetzt die andere Lampe, die ich hier anhab. Da kommt noch nichts. Wenn ich sie jetzt einmal dimme, kommt da ein bisschen. Dazu gehe ich jetzt immer mit den Dings hier runter. Und die liegt irgendwo bei 50 Kilohertz. Und je dunkler ich mache, umso höher steigt hier dieses Signal. Muss ich mit der Zeitbasis mal ein bisschen spielen. So, das wäre volle Kanne auf, einmal gedimmt
zweimal gedimmt, dreimal gedimmt. Viermal gedimmt. Ich weiß nicht, wie sie das genau tut. Sie bleibt hier bei ungefähr 50 Kilohertz. Das ist die Lampe. Aber die Lampe, die ich die ganze Zeit anhabe, ist jetzt auch aus. Die mache ich mal an. Zeitbasis. Die sieht so aus. Ich halte mal den, ich mach mal hier den Testkopf so, dass er eine relativ stabil liegt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Trigger da wieder hochkriege. Da kann man jetzt erkennen, die ist jetzt eigentlich voll aufgedreht. Tastverhältnis, Duty Cycle sind 53, 54% bei 4 Kilohertz. Ich kann sie jetzt dimmen. Da sieht man auch, wie er den Duty Cycle ändert. Jetzt müsste sie wieder heller werden, wie sie wieder hochgeht. Dann müsste sie gleich wieder runtergehen. So, und jetzt ist sie ziemlich weit gedimmt. Jetzt muss man mit dem Trigger noch ein bisschen. Wenn ich sie jetzt wieder ein bisschen heller mache. Ich weiß nicht, was hier flimmern soll. Weil der Monitor flimmert gar nicht. Das habe ich gerade nämlich ausprobiert. Ja, mach mal aus. Jetzt lege ich den Tastkopf mit dem kleinen Dingens so, dass er auf dem Monitor zeigt. Der ist ja jetzt noch aus, den muss ich einfach anmachen. Wenn er sich dann jetzt mal anmachen lässt. Ja, jetzt. So, jetzt wäre der Monitor an. Das war das monitoreigene Bild. Jetzt ist der Monitor an. Normales Hintergrundbild. Bin auf 10 Millivolt, das ist das geringste. Licht im Abstand von etwa 20 cm oder 15 cm so ungefähr. Das ist Sekunde. Wo war der? So. Geh mal hier auf die etwa 50 Mikrosekunden. Da tut sich gar nichts. Entschuldigung. So, jetzt habe ich hier noch ein Video gemacht. Das läuft, glaube ich, alle 10 Sekunden ändert sich die Farbe. Ich bin jetzt auf weiß. Und dann geht das auf hellgrau, dunkelgrau, schwarz, rot, grün, blau und dann ist es aus. Ich lasse es mal laufen. Wir werden keine Veränderungen sehen. Ich habe das auch ausprobiert mit 50 Hertz, 59 Hertz, 60 Hertz. Keine Änderung zu sehen. Ich weiß nicht, was das war. Das ein Defekt vom Monitor war. Oder was? Keine Ahnung. Also es sitzt noch weiß. Jetzt ist er auf grau gegangen, also auf hellgrau. Dunkelgrau. Schwarz. Da ändert sich gar nichts. Ich habe das schon ausprobiert. Also da passiert gar nichts. Rot. Grün.
Blau. Ist jetzt gleich schwarz. Also jetzt gleich, ja, ist wieder aus schwarz. So, jetzt habe ich wieder ein normales Bild an. Da ändert sich nichts. Ich weiß nicht, ob das vom Monitor irgendwie ein Fehler war oder was. Ich hatte da noch irgendwie von der Farbwerte her was verändert, von der Helligkeit her. Weil es eine LED-Hintergrundbeleuchtung, die ist nicht auf volle Kanne auf, aber da flimmert und flackert nichts. Ich kann jetzt nochmal auf ein Menü gehen. Ach, das ist jetzt Multimedia. Widescreen, Büro, Lesen, da wird immer dunkler. Minus 30, minus 50, minus 60, minus 70% Hintergrundbeleuchtung. Aber ich glaube, ich war hier auf. Ja, das Multimedia. Also da ist nichts, also Monitor ist nichts drin. Ich weiß nicht, was das war. Die Lampe hatte ich nicht angehabt, die hier mit 100 Hertz rumeiert. Die war nicht an. Das ist eine LED-Lampe, 100 Hertz ist klar. Die andere LED-Lampe war nicht an und was anderes hatte ich nicht angehabt. Außer die andere Lampe, die ständig leuchtet, aber irgendwo was mit 50 Kilohertz rum eiert. Ich kann ja nochmal ausmachen. Die da hinten müsste das sein, ne? Ja, die ja mit 50 Kilohertz rum. Ja, die ungefähr 4 Kilohertz oder was, oder 50 Kilohertz oder was. Also ich glaube nicht, dass das verantwortlich war für meine Kopfschmerzen, die ich dann hier immer gekriegt habe. Aber nachdem ich den Monitor umgestellt habe, war es weg, ich weiß nicht. Entweder war es ein Fehler vom Monitor, dass der zu lange auf eine Sache war oder was, ich weiß es nicht. Aber diese Dinger sind gar nicht mal so schlecht. Ja, also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auch solche Messungen machen wollt. Ich habe hier, glaube ich, noch irgendwo eine Taschenlampe gehabt. Da ist noch eine. Oh, die kann nämlich auch volle Kanne. Mach mal so. Ein komisches Signal. Ja. Wenn ich jetzt sie dimme, dann sieht man schon, da ist irgendwas. Ich mache das mit 80 Hertz und Prozent Duty Cycle 25, 26%, also die Taschenlampe hier. Man sieht auch, dass sie flimmert. Es ist volle Helligkeit. Da ist nichts. Das wäre gedimmt. Ich habe hier noch eine andere Taschenlampe, aber die geht nur in einer Helligkeit. Da passiert gar nichts. Die kann ich auch nicht dimmen. So. Das war's. Mehr wollte ich euch nicht zeigen. Also das hat. Der Monitor hat keine Auswirkung. Ja, da kommt. Aber dieses kleine Ding an Platine
oder so in der Art. Was könnte ich, wenn ich hier ein Gehäuse für baue? Hier für das, was ich ein Gehäuse baue, irgendwo hier mit an die Seite mit ran machen, mit auf den BNC drauf über einen kleinen Schiebeschalter, und dann, wenn mit Akku dran, dann könnte ich mit dem überall gucken, portabel, ob das irgendwo flimmert oder nicht. Gut, ne, dann danke fürs Zugucken. Also es hat jetzt nicht wirklich viel Aufschluss gebracht, was denn damals mit dem Monitor, wieso ich da so ko komische Kopfschmerzen gekriegt habe. Ich gehe mal vom Defekt aus, dass der irgendwie, weiß ich nicht, sich irgendwo verschluckt hatte oder was. Oder wirklich mal umgestellt werden musste oder was. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Oder die Hintergrundbeleuchtung, dass die anfing. Und durchs Umstellen am Monitor noch irgendwie, dass sich das noch verändert hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls kein Aufschluss drüber, was nun wirklich war. Aber die Dinger sind hier gar nicht mal so verkehrt. Es gibt noch die BPW 21, die ist von der Wellenlänge her noch ein bisschen niedriger. Die geht dann noch ultraviolettmäßig, die hier ist, fängt so bei, ich glaube, 420 oder was Nanometer an. Und die BPW 21 fängt dann bei 350 Nanometer an. Aber warum soll ich 10 Euro für eine ausgeben, wenn ich 5 Stück für 10 Euro kriege? Und die reicht auch aus. Also damit kann man auch Fernbedienung testen. Ultraviolett, die geht bis 1100 Nanometer hoch. Das ist Ultra, Infrarot. Ja, ich habe jetzt noch 4 Stück. Will ich mir noch weglegen. Da wird sich bestimmt noch irgendwas finden lassen, was man dafür benutzen kann. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.